Hallo ihr Lieben, und zwar, ich habe gedacht, wir machen jetzt noch so einen Schlankheitsdrink, aber ich muss natürlich dazu sagen, das ist unterstützend zu einer gesunden oder kalorienarmen Ernährung. Also wenn ich natürlich 10 Pizzen am Tag mir reinpfeife, dann ist es jetzt auch kein Wundermittel, aber wenn ich auf die Kalorien achte, und dann sind die Zutaten, also gerade die Zitrone und der Ingwer, sind halt sehr, sehr gut unterstützend dafür. Und da jetzt mein eines Video auf einmal so gut ankommt, dass ich eigentlich schon ganz, ganz lange drin habe, auch mit so einem Drink, habe ich gedacht, mache ich da noch mal eine Alternative für. Und dann habe ich noch eine Bitte an euch, natürlich nur, wenn euch das Video gefällt. Und zwar, weil ich jetzt erfahren habe, wenn man Daumen nach oben gibt, umso mehr Daumen nach oben man hat, umso höher kommt man auch in die Liste, dass die Videos gezeigt werden, um sie anklicken zu können. Und ich bin jetzt nicht so der große Battle-Typ, aber wo ich das erfahren habe, man freut sich natürlich schon, wenn die Videos, wenn man sich die Mühe macht, und die werden öfters angeklickt. Also nur eine kleine Bitte, wenn es euch gefällt, dann freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Dann können es umso mehr Leute auch sehen und teilen. Aber jetzt genug davon, und zwar, wir brauchen auch nicht viel. Wir brauchen einmal Ingwer, da habe ich mir jetzt schon mal so ein paar Scheiben geschnitten. Ich habe jetzt die Ingwerknolle etwas geschält, gerade einen Moment. Und zwar, wie ihr das am besten schält, ist einfach, dass ihr mit einem normalen Löffel einfach die Schale hier so abmacht. Das geht ganz einfach, ich will jetzt nur nicht noch mehr schälen, weil ich die ja morgen dann noch benutzen mag. Aber das ist der einfachste Weg. Und zwar, ich habe jetzt einfach, wie gesagt, ein paar Scheiben dann geschnitten. Und dann brauchen wir etwas Zitronensaft, etwas Honig und einfach heißes Wasser. Und hier habe ich jetzt noch Ingwerscheiben drin. Das habe ich vorhin schon mal getrunken und wollte es jetzt einfach nochmal mit benutzen, die Scheiben, die nicht extra wegschmeißen. Und dann, deswegen gebe ich jetzt einfach diese Scheiben noch dazu. Und das Wasser ist auch schon heiß. Und das gießen wir jetzt erstmal auf. Und dann müssen wir einfach das so 10 Minuten erstmal ziehen lassen. Und ich kann euch sagen, das schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Ich habe es jetzt warm getrunken. Man kann es aber auch genauso gut kalt trinken, wie man mag. Und ich finde, es hat einen sehr, sehr guten Geschmack. Und ja, jetzt warten wir einfach mal die 10 Minuten ab und dann machen wir den Rest. So, jetzt sind die 10 Minuten um. Und was ich euch noch sagen kann, ist zum Beispiel, was das Ganze bewirken soll. Und zwar, die Zitrone ist dafür da und hilft, das Fett aus den Fettzellen hinauszulösen. Und Ingwer ist dafür da, um den Stoffwechsel anzuregen. Und ich gehe jetzt davon aus, dass der Honig nur um den Ausgleich von dem von der Zitrone zu geben da ist. Ich gebe da jetzt nur für die ganze Menge einen Teelöffel rein. Also mir reicht das vollkommen aus. Ich glaube, ich bräuchte sogar auch gar keinen. Und aus welchem Grund auch immer soll man die Zitrone am Schluss reingeben. Das kann ich euch jetzt nicht sagen, warum. Das habe ich nur gelesen. Aber dann machen wir das doch einfach. Und ich gebe dann einfach noch so ein, ja, sagen wir mal, eine Zitrone, also den Saft einer Zitrone rein. Je nachdem, ob es eine große oder kleine Zitrone ist. Und das war es eigentlich schon. Jetzt rühre ich es um und dann gieße ich es gleich noch ab. Und das war es dann schon. Und ich finde es wirklich auch total lecker. Ich habe es jetzt heute zweimal schon so ein ganzes Teil hier getrunken. Und ja, macht's nach, lasst es euch schmecken. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!